Auch der Lin. Wenn jemand einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Es ist will ja, glaube ich, dass man dieses Hin und Her hat, oder? Ich hoffe, der Flicker ist bereit, Phasenquarz zu reparieren. Und ja. Abflug! Naja, dann gehen wir halt wieder zu Ratchet. Hin und her. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Ja, noch ein Plan von mir. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht den Flicker auswählen, aber scheinbar sind wir doch zum Flicker gegangen. Was soll's. Da war nicht das Secret Ending. Warte, ich finde das Secret Ending. Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja. Okay, wir gehen aber den normalen Weg hier schon auf. Auf welchen Grafik-Preset spielst du? Auf Performance mit Raytracing. 60 FPS mit Raytracing. Weil ich. Auf Twitch kann man doch eh nur 1080p. Hoffentlich ist der Flicker streamen. So gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. Ich will sie dir mal anders schön aus. Ja, das ist echt super hübsch. Auch die ganzen Effekte von den ganzen Waffen und so. Ja, guck mal, ich habe schöne Plänzchen gemacht. Und jetzt mache ich schöne kaputt. Feuerwerk. Nur für dich. Die Brücke scha. Und jetzt mache ich einen Laser. Außer Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Da ist eine Schraube. Ich muss nur mit 200 km/h darüber. Okay. Warum ist der Stream eigentlich heute nur auf 720p maximal? Reparieren wir das. Könnt ihr sowas sagen? Warte, ich guck nochmal. Vorsichtshalber. ...1080p ist eingestellt. Okay. Wollte nur sicher gehen. Quarz. Nicht, dass ich aus Versehen in 720p so streame, bei dem hübschesten Spiel, was es gibt. Ja. Und dann sieht es einfach keiner. Die Brücke scheint außer Betrieb zu sein. Bestimmt ja, ein Brücke, Überfall. Schmücke. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Ich schätze, sie sind vorsichtig. Macht er auch seine Tür zu, wenn ich hingehe? Ja. Haben alle also ein bisschen Angst, die Leute hier. Voll cool. Keiner lässt mich rein und diese nervige Fliegen. Perfekt. Aber ein Shop ist hier. Wäre ich ein Flicker, wo wäre ich wohl? Wahrscheinlich irgendwas am Flicken. Warte, hier ist eine Fliege. Okay. Fliege besiegt. Der Todeshandschuh ist jetzt verfügbar. Muss ich. Was macht der? Einer im Chat freut sich sehr darüber. Die gibt's doch! Ja!
Okay. Dann holen wir uns den Todeshandschuh scheinbar. Frisur gefällig. Die Oder. Kreisklingen sind jetzt auf Lager. Ja, dann wollen wir doch Kreisklingen. Das sieht cool aus. Der ist immer so leise. Okay. Und Kaltfront haben wir noch nicht? Die Waffe kommt schon ganz bald, Sweetie. Bombardierer. Bomben abwerfen ist das Lebensziel dieser Waffe. Hilfe. Den Todeshandschuh können wir uns gerade so leisten. Hättest du genug für diese Schönheit? Gib gerne mal Todeshandschuh. Ich finde ja Minions beschwören eigentlich ganz cool. Das ist ja irgendwie mein Spielstil. 27 haben wir schon, okay. Wir sehen von weiter weg an, erhöht die Anzahl vor ihrer Deaktivierung, erhöht das Tempo. Okay. Aufrüstungen bereit! Und mein Querschläger braucht noch ein Upgrade. Kann jetzt bei jedem Schuss zusätzliche Male abprallen, okay. So, der ist auch bald fertig. Ja, dann leveln wir den Todeshandschuh, wenn der so gefeiert ist. So. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Und das hätte ich gerne, dass mein Sprinkler Heilung erschaffen kann. So, jetzt können getötete Hecken Heilung droppen. Der Sprinkler ist eigentlich auch voll gut. Okay, aber ich brauche noch mal ein paar von denen. Vielen Dank für deinen Einkauf, Sweetie. Bitte, bitte. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch irgendein neues Rüstungsteil schon mal. Wo habe ich denn ein Ausrufezeichen? Jetzt nicht mehr, okay. Genau, da haben wir drei von den Bots schon mal. Wenn es 10 Bots gibt, gibt es auf jedem Planeten dann einen? Ist das so die Lore? Würde Sinn machen, oder? Also gibt es 10 Planeten. Okay, kurz noch was geschaut. Uno Sekundo. Ja. So. Die Waffe wollte ich noch zuordnen, genau. Todeshandschuh statt dem. Ich hätte ihn eigentlich gerne da unten. Statt der Schrotflinte hin. So. So, jetzt haben wir noch eine Sache zum Leveln. Neue Touristen! Oh, hallo. Willkommen auf dem Juwel unserer Galaxie! Bitte seid willkommen! Wusstet ihr, dass Molonot auf Schottisch Paradies heißt? Ist der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv! Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Man sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles! Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er, naja, so groß ist, aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt. Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss! Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben davon gesehen. Glückspilz. Okay, danke, chilliger Dude. Wir holen uns einen Schleuderschuss. Guten also, Morgen, schreibt Marv. Wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist kompliziert. Tja,
Hey, wenn er nicht gehen will, komme ich mit. Da kann sich aber seinen Platz klauen. Kann ich mehr als einmal beschwören? Sieht aus. Zerstört sie! Ihr Fein! Da kommt noch ein Krebs. Zum Angriff! Verteidigt mich! Ja! Au, au, au. Ey, Junge! Warum sind die tot? Beißt er mich schon? Ja! Gute Todeshandschuh-Bodder. Die sind süß, die folgen mir auch. Mehr! Kämpft! Gegen Fliegenfeinde können die nichts machen wahrscheinlich, ne? Dafür habe ich die Pilz-Buddies. Der Spaß hört nie auf! All den Spaß kriegt ihr gratis! Einmal nur noch Minions beschwören, let's go! Okay. Ja, dann mache ich Querschläger weiter. Okay, haben wir alle? Ich glaube. Da oben. Wieder Partikel. Hier durch den Tunnel müssen wir scheinbar weiter. Sind die Schmelzgruben. Okay, da geht's zu den Schmelzgruben, aber hier können wir reingehen. Aber da kommen wir nicht hin. Ha, jetzt wird improvisiert. Nur für das Quarzgeweih? Scheinbar. Titanin, Titanit oder so. Wir sind hier am Ende noch explodiert. Kluft? Die ist riesig. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Mir gefällt der Name auch nicht. Aber wir müssen uns eins in den Schmelzgruben suchen. Okay. Vorsicht! Naja, ein paar Schienen hier, ein Quarz da. Wird schon. Schienenlücke voraus! Ach, live rausgehoben. In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückgrate? Oh je. Ich habe nach links gedrückt. Lässig. Lässig. Da ist ein Spalt. Okay. Bin ich in den Spalt rein? Ach so. Ich habe eine goldene Schraube. Sehr beeindruckend. Ich konnte weghauen. Cool. Das war unangenehm. Nee, das war cool. Einmal weggehauen. Da kommt ein Sprung. Zack, und die Vögel auch noch erwischt. Oh je. Oh cool. Das war cool. Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Oh Gott, Hilfe. Einfach festhalten. Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Das hat funktioniert. Ich habe einfach nur festgehalten und dann war ich weg. Okay, nochmal. Schade. Hui, ein Sprung. Oh je. Hui. Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten. Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Okay. Puh, geschafft. Müllmobil. Und wir sind wieder an Land. Und sehr viele Piraten. Nein. Ahoi, ahoi, joho, joho, die Zeit ist endlich da. Jetzt plündern wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Flickers ist da. Seht her, Matrosen, ein nützliches Ding. Mir schwant, es könnte die Lösung bringen. So hat das Schicksal uns also wieder vereint. Ma petit, Rivet. Das Schicksal Rivet. Liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten. Aha! Uhu, Piratenkumpane, Angriff! Okay. Oh je, die Piraten plündern Schott. Was? Sie dürfen den Schleuderschuss nicht bekommen. Was ist das? Vielleicht sollten wir diese Anhöhe Herr Pixler? Gut. Seit wann habe ich den Verpixler? Die Idee. Schilder! Ich kann ihn nicht testen, weil die Schilder haben. Hoch, Matrosen! Schilder? Da
Hier müssen wir wohl kreativ werden. Okay, was ist kreativ bei Schilden? Nicht draufhauen. Aha. Kreative Lösung. Einfach alles in die Luft jagen. Du gehst gleich über die Klappe. Den Verpickler wollte ich schon immer sehen. Ich bewundere deinen Kampf. Ja, schon mal. Hast du ihn gesehen? Den Flicker sehen ja, sollen. Der ist aber ein laufender Pixel. Cool, ist ich. Hast du ihn totgequatscht oder was? Das würde ich mir gerne anrechnen, aber nein. Der Grund für seine Gebrochenheit ist mir ein Rätsel. Doch ich genieße seine Abwesenheit. So, okay. Jetzt haben wir hier aber genug. Jetzt kommen die Gang. Zum Angriff! Schnappt euch alles! Was glänzt, funkelt, schimmert und flimmert! Einfach alles! Nur ihre Schilde bringen ihnen was. Okay, ihre Schilder haben doch was gebracht. Okay, gut. So, das Ding nochmal 8 und dann ballern wir aber ein bisschen Explosion. Das tut weh. Alter, der hat mich so gesniped mit seiner einen kleinen Stachelkugel durch die halbe Map. 9 Schaden und jetzt leben einfach wieder alle. Ich kann meine Hundis auch nochmal trainieren. Runter mit dem Schleuderschuss. Oder auch nicht. Es lebt keiner mehr. Wir haben gewonnen. Was ein Sieg. Welchen wir episch davongetragen haben. Warum selbst spielen wir das Spiel für einen kämpft hier richtig? Wir haben den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die Kluft voller Piraten überwinden und den Flicker finden. Ach, das ist der Schleuderschuss. Okay, cool. Ja, mein Rücken. Schönen Kakteen. Piraten in den Weg. Macht euch bereit. Wir stecken in der Klemme. Mal hoch kann ich nicht werfen, ne? Nö. Sieht aus, ja. Wenn Molo Not fast nur aus Schrott besteht, was suchen Sie dann hier? Ein Schrottplanet ist ideal, um Schätze zu finden. Achso, wir schlüpfen direkt weiter zum nächsten, okay. Der Lumbax Der Lumbax. Unsere Jungs! Hältet sie auf! Das Schicksal allein wieder, Flicker! Stufaufstieg! Ja, die Hundis werden besser! Ja, was auch immer das sind. Das sind kleine Hundis. So hartnäckig! Jetador! Und... Da sind echt viele drauf. So. Wie viele Piraten hat Pierre? Vielleicht hilft der Flicker, sie zu beseitigen. Der Flicker ist der große Roboter, oder was? Okay, 2 Bomben und so ein Schiff ist kaputt. Das ist ja schon mal schön. Kommen wir ja ganz gut allein zurecht. Gibt's noch diese Superbolts? Ja, davon haben wir einen neuen aufgesammelt. Welcher uns eine größere Kopfgröße gibt oder eine kleine Kopfgröße. Jawohl! Let's go! Bin aber nur ein kleiner Wombax in einem Lombax. In einem Mech. Okay, jetzt müssen wir aber groß auch einmal angucken. Yo, was geht ab? Endlich kann ich Headshots treffen. Okay. Die kann ich nicht angreifen. Soll ich hier irgendwas machen? Ziel. Kehre mit dem Schleuderschuss zurück. Irgendwas verbuggt? Ah, ich hab's gesehen.
Da habe ich es gerade gesehen, ja. Achtung! Haben die größere Köpfe? Dann die Schilderall einzumischen ist mir wirklich lästig, Rivet. Wieso kommst du mir immer in die Quere? Schon mal überlegt, dass du hier ja, in die geht's. Quere kommst? Keine Munition mehr, ich such mal Munition. Alle, 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 Freunde. So. Die töten und ich sammle Munition. Mit meinem Gigakopf. Und noch einen leider. Diesmal entwischst du nicht! Ich stamp euch die drei Kielratten! Jawoll! Angriff! So, mach mal diese Nahkampfdinger weg. Mehr Munition. Ich muss die leveln. Wir müssen den Damage machen. Ich hab gar keine Wahl. Mit ihrem Schilden. Aber die stehen auch nur da und machen nichts gegen die. Okay, die mit den Schilden sind halt drin. Aha, schön in den Rücken reingeworfen. Langweilst du dich, Rivet? Wie wär's mit einem neuen Tanzpartner? Kommt jetzt irgendwas Großes? Wahrscheinlich. Mach mal kurz den großen Kopf wieder aus, ne? Standard, so. So, perfekt Pause gemacht. Ach, ist da wieder einer ultra lustig im Chat? Ja, ja. Tschüss. Keine Ahnung, warum der Bot da nicht drauf reagiert hat. Winziger Roger. Okay. Nein, tun wir nicht. Wie Schuss habe ich? Ja, dann beschwören wir mal. Ha? Und jetzt noch. Und jetzt noch. Zum Angriff, meine kleinen Botties. Ja! Fühl mich wie bei Pikmin. Zerg den Boss runter. Wo ist Heilung? Da ist Heilung in der Ecke. Haben noch neue Hundis? Nee, die sind leer. Oh. Wenn ich keine Hundis habe, dann will ich auch keinen Boss mehr. Komm her. Das hast du davon, wenn du uns verstehen willst. Euch verstehen? Hat er keine Beine mehr? Hat er viele Körperteile? Sehr cool. Deswegen ist er so tanky. Du wirst mich nicht versenken. Du möchtest versenkt werden, okay. Ich kratz dich gleich von meinem Stiefel. Peng, 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 peng. Gut. Alles gut, Infernus. Du musst nicht morden. Unser Führungsschiff ist verloren. Zerstört es jetzt. Wir essen die Ausgaben. Bist du sicher? Oui. Oui. Wir haben ja sogar Kanonen. Ich schlage vor, wir gehen von Bord. Vorschlag angenommen. Ja. Au. Nicht schlecht, Boats. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. Ist das Game schwer? Zweite Frage, welche Schwierigkeit ist es gerade? Wir spielen... auf abtrünnigen Legende, im höchsten Schwierigkeitsgrad, den ich gerade zumindest zur Verfügung habe.
Und selbst da ist es noch relativ simpel. Das Einzige, was jetzt richtig schwer bisher war, also ich sterbe durch 4 Treffer oder so bei Bossen, aber das ist eigentlich okay. So eine Arena-Challenge war sehr nervig. Wo ich irgendwie 25 Schrotflinten-Kills machen musste. Da habe ich aus Versehen kurz auf Entdecker-Neuling gestellt und da war sie auf einmal dann einfach. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Hallo? Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist es Qualität. So, was können meine Hundis? Neben Todesei steckt ein zusätzlicher Agent. Mehr Hundis? Jawohl. So. Oh, jetzt sieh dir das an. Sehr schön. Gönn dir eine Aufrüstung. Du hast sie verdient. Was kann der so besser? Mehr Munition, Wirkungsbereich, Schüsse fliegen weiter. Ja, der hat ja auch kaum Rage. Das stelle ich mir cool vor. Was sind das nochmal? Die Feuerschüsse sind präziser. Ah ja. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Was will ich denn gerade leveln? Habe ich irgendeine auf 4? Dich hier. Hier 5 habe ich ja alle so fertig gelevelt, wie sie mir gefallen. Ja, das brauche ich alles nicht von den Granaten. Okay, dann heben wir die uns einfach mal auf. Was soll's. Davon habe ich noch eine Menge mehr auf. Oh, Munition Lager. Voll, das ist schön. So, jetzt können wir da rüber, okay. In irgendeinem Trailer habe ich schon mal gesehen, dass der Mech sich bewegt. So viel kann ich schon mal sagen. Hier ist scheinbar. Opa. Hier und ihre Ultra-Reaktionszeit. Haritarium, genau, und hier. Was ist mit diesen Krebsen los? Was haben die. Die erwischen die mich mit 100 km/h, wenn ich daran vorbeirase. Ist es der richtige Weg, um da hinzukommen? Vorsicht! Sind die aber nur wieder in dieser Sequenz hier drin? Wir müssen springen! Hui! Da kommt noch mehr! Och, merkwürdig, dass das dann so doppelt abspielt. Guck mal, hier ist zum Beispiel voll viel Zeug. Aber ich kann ja nicht einfach wegdashen, oder? Nö. Okay. Sponsorenalarm? Führe 5 Tricksprünge auf einer Gerätstange aus. Ich wollte aber nur absteigen dürfen. Da ist ein Spalt! Ja, jetzt habe ich ihn wiedergenommen. Aus Reflex. Wie war das, ha? Huh? Sehr beeindruckend. Aus dem Weg! Wir hätten hier das irgendwo eine Entscheidung. Unangenehm. Ob links oder rechts, glaube ich. Da kommt ein Sprung! Oder nicht? Oh je! Au. Gute Reaktionszeit. Kamera? Schon wieder das. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, ich lasse, glaube ich, so eine Millisekunde zu spät los, wenn sie gerade schon am Zurückspringen ist. Da kommt ein Sprung! Da kommt ein Sprung. Oh je. Oh je. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Ich weiß, dass wir den Schleuderschuss benutzen können. Jetzt sind wir wieder hier. Geschafft. Vielleicht wäre ich mit welchem Schleuderschuss hingekommen oder so. Gronk-Kuss? Ich sehe Gronk-Herzen zumindest. Hallo. Ach, Gronk-Graded. Hallo. Was geht ab? Wir spielen Ratchet und Clank. Und ich verlaufe mich gerade ein bisschen. Falls Gronk gerade zuhört, danke für die netten Worte wegen Returnal. Ich hab die mitbekommen. Das war sehr nett. Hat mich gefreut, das zu hören. Dass es dir Spaß gemacht hat, bei mir zuzusehen. Okay, hier geht's aber nicht lang. Viel Spaß, Nefarius, beim Modden.
Willkommen, willkommen. Ne, wir spielen heute schon ein bisschen vorab, aber... Obwohl, seit 23 Minuten könnt ihr auch spielen. Also kann auch jeder schon selber spielen, wenn er möchte. Leider PlayStation 5 exklusiv, aber es sieht dementsprechend cool aus. Und spielt sich auch dementsprechend gut. Ach, guck mal, hier ist ein Portal zurück. Sehr gut. Ja, zurück zur Schlossstadt. Die Leute können alle nicht schreiben wegen 30 Minuten voller Mode. Achso, ja, ich habe sehr viele spammende Zuschauer, deswegen muss ich den drin haben. Tut mir leid. An alle, die jetzt nicht schreiben können sofort. Das ist meine einzige Lösung, dass mein Chat irgendwie dann ein bisschen angenehmer ist. I'm sorry. Bin es nicht gewohnt, gehostet zu werden. Aber wundert auch nicht, wenn ich so selten stream. So, gehen wir einfach mal da lang. Machst du das aus? Okay, Nepharus macht das aus. Ich gebe zu, dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riese. Untypisch für Riesenroboter, aber warten wir es ab. Naja, guck mal, jetzt kommen hier mehr Herzen durch. Ah, nicht mehr als drei machen. Mein Bot ist da auch sehr aggressiv getrimmt. Nicht mehr als drei Emotes. Alle kriegen aber nur Timeouts. Das tut mir leid. Ja, das ist schön. Jetzt funktioniert's. Sehr schön. Gut zugehört. Aua. Falls ihr euch fragt, ob ich Ratchet und Clank die vorherigen Teile kenne, nö. Ich habe nur eins auf der PlayStation 4, glaube ich, mal ein bisschen angespielt. Deswegen ist es jetzt so für mich das erste, was ich so richtig durchspiele. Aber bisher macht sehr viel Spaß. Die Waffen sind alle sehr cool. Und ich bin fast von der Klippe gesprungen. Ups. Und ich baue mir eine kleine Roboterarmee mit meinen Waffen auf. Sie hat vor, den Flicker zu flicken. Also, beschert ihr einen raschen Tod. Das für unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Kann man das Spiel zu zweit spielen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. So, wir wollen Todeshandschuhe. Ja, das ist meine kleine Roboterarmee. Die kümmern sich um alles, aber dann habe ich auch noch die Partypilze. Ja. So, und jetzt machen die alles. Und wir chillen einfach. Ich habe einfach meine eigene Armee losgeschickt. Schön durcheinander. Und wenn ich noch mitkämpfen will, kann ich auch einfach ein paar Granaten reinwerfen. Also läuft alles ganz gut. Ich gebe einfach mal Gronkh VIP. Keine Ahnung, ob er noch da ist. Aber wenn er auch eine Emote-Begrenzung hat, nicht, dass Gronkh am Ende getimeoutet ist. So. Und ich wollte noch jemanden VIP machen. Das mache ich auch gerade mal nebenbei. So. Genau. Rucksack, hab keine Chance! Frecher Rucksack. So, da kommen noch mehr Gegner. Heißt noch mehr Roboter. Ihr seid nicht besonders gut. Wirf mich nicht mit den Versagern mit einem. Ah, da ist er. Okay, viel Spaß beim Schneiden. Aber Elden Ring, richtig cool. Ich habe auch einfach den ganzen Tag Ratchet & Clank gestreamt und dann kurz Stream ausgemacht, um das Summer Game Fest zu gucken. Aber nur wegen Elden Ring. Und es sah so gut aus. Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Stufe 3. Meiner Erfahrung nach, er nicht. Oh. Und es kommt auch schon Anfang nächsten Jahres dann einfach. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird mega cool. So, irgendwas schießt hier, glaube ich, noch da auf mich. Ich sehe nur meine kleinen ganzen Hundis. Da hinten? Ach, der Große da drüben. Ah. Dann gehen wir mal hin. Der Flicker ist erledigt. Genau wie du. So. Partypilze. Wir sind dem Flicker so nah.
Und noch mehr von den kleinen Roboterhunden. Mehr! Ja! Esst ihn auf! So machen Bosskämpfe Spaß und sind laut. Ich hoffe, euch gefällt mein Lombax-Cosplay, by the way. Extra für den Stream heute hier gebastelt. Es explodiert einfach alles nur noch und ist laut. So. Und dann machen wir mit Querschläger den Boss fertig. Bumm. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Waldzombie und Gronk Let's Play? Ja, ganz sicher. Haben wir schon seit 2010 geplant. Es ist fast soweit. Das größte Projekt der Welt. Wir nennen es dann Mega-Projekt. Wir machen es in Minecraft. Habe ich alles hier? Ja. Warum ist hier so ein Tempofeld? Achso, dass ich da rüberspringen kann. Warte. Da lang. Ja, sieht auch optional aus. Dann gehen wir da lang. Okay. Holen wir irgendwelche kleinen Gegner raus. Wir versuchen gerade hier im Spiel, wir haben auf irgendeinem Bohrerplaneten haben wir ein Erz gesammelt und das haben wir kaputt gemacht natürlich und das versuchen wir gerade hier zu reparieren, deswegen suchen wir den Flicker, über dessen Name bestimmt niemand im Deutschen Witze machen wird. Okay, ich glaube, wir waren hier nur für das Erz drüben. So, können wir jetzt hier oben lang. Ich glaube, wir sollten bald bei dem sein, also soll es auch bald abgehen. Ich glaube, der Flicker ist dieser Roboter hier übrigens neben uns. Ja, genau. Wir üben jede Woche. Wir machen direkt einen Speedrun. Oh. Genau so. Das war der Death Skip. Damit spare ich mir. Wenn das Phasenquarz irreparabel ist. Gar nichts. Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Alle Mann neu formieren! So, nicht runterfallen. Ja, sehr schön. Okay, die sind übrigens cool. Da kann man sich so hinziehen. Nice Effekt. Wie genau flicken wir den Flicker? Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Ach ja, der Flicker ist auch kaputt. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Ha, das muss der Einschalter des Flickers sein. Hallo. Hallo. Bist du, okay? Nein, ich bin kaputt. Wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Naja. Oh je. Zerstören kann er. Gar nichts! Ja, wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Seite wechseln? Okay, aber warum ist der böse? Er reißt hier alles nieder. Schrott, voraus! Es ist echt cool, das Spiel. Nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist hey. Unser Normalzustand. Was, nee, nee, ist nee. Er jetzt der Brecher? Ah, noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Hallo, tschüss. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boots. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool.
Warum haben wir eigentlich nie den Arm von Clank repariert? Hast du eine Fällt Idee? Mir jetzt auch auf. Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Warte. Ich tu mal aus Versehen sterben. Ich hab gesehen, dass da war links ein Portal. Oh, wie gemein. Ich dachte, okay, ich hätte nicht noch ein zweites Mal sterben. Doch. Ich krieg das Portal nicht. Okay. Ich sollte die Seite wechseln, einfach anstatt hier noch. Ich kann doch noch mal hier bleiben. So. Ich hätte gerne das Portal. Krieg noch eine Chance. Die Mine stürzt ein. Toll. Reparieren ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit? Was denn? Ich habe eine Idee. Bin so. Ganz Ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht flicken! Ich bin unflickbar! Danke! Nicht fallen, voll nett! Nicht fallen, nicht fallen! Alles gut! Ja. Alles gut. Einfach alles fällt auseinander! Aufhören, bitte! Guck mal, ihr seid einfach zu ultra der coolen Stelle gekommen. Hallo! Aua! Ob wir den abwehren können. Ja? Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Volade mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Als ob er einfach drauf guckt. Okay, danke. Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Kannst du den Roboter auf meinem Rücken auch reparieren? Dem fehlt ein Arm immer noch. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Ach guck mal, jetzt sind ja auch alle draußen. Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Süß. So, jetzt können wir unsere Hunde oder unsere Todesroboter upgraden. Hier. Sag Bescheid, wenn du etwas findest, das dir gefällt. Gib mal ein bisschen Munition, Todeshandschuhe. Was können die Hunde denn noch machen? Mehr Munition, okay, das ist nicht so cool, aber wir können einfach die nochmal schneller machen. Und ihre Angriffe erhöhen. Das ist eine mächtig feine Verbesserung. Und Gegner weiter anvisieren über größere Distanz. Okay, cool, cool. Ah, da unten kommt ja noch ein bisschen Zeug. Da ist bestimmt noch irgendwas Gutes dabei. Ja, es ist auf der PS5. Genau. Ist exklusiv für die PS5. Und einer hat vorhin gefragt, warum ich nicht Ratchet bin. Oder warum Ratchet weiblich ist. Das ist Rivet. Ratchet gibt's aber auch noch. Die spielen Parallelstories. Wir versuchen so eine Dimensionskanone wieder zu bauen. Die für diese ganzen Risse in der Welt verantwortlich sind. Und wir versuchen noch eine neue von diesen Risskanone zu bauen, um das irgendwie wieder zu
reparieren. Da ist zum Beispiel so ein lila Riss und da fliegen dann Saurier raus und so ein Schmarrn. Genau. Und wir müssen gerade Teile sammeln, um das zu bauen. Und jetzt gehen wir hier auf den Planeten. Wenn jemand einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Dann um Ratchet einen Dimensionator bauen zu lassen. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Ratchet sein. Ratchet hat übrigens ein Gegenstück in dieser anderen Dimension zu dem Roboter gefunden, zu Clank. Und der heißt Kit. Falls ihr noch nicht verwirrt genug seid. Es gibt den Bösewicht auch zweimal, aber wir haben nur eine Version von dem Bösewicht bisher gesehen. Das ist ein Ozean. Danke. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Genau, den Bösewicht dürfen wir nicht erwähnen, weil er genauso wie mein Mod heißt. Da freut sich Nefarious immer. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Okay. Hallo. Ach guck mal, wir haben übrigens einen sehr coolen Helm. Der Riesen sei der Imperator. Unsere Proteinwürfellieferung ist da. Nein. Ich bin leider kein Proteinwürfel, tut mir leid. Okay, aber die teilen sich alle Waffen und so, also kann ich auch hier meine Roboterarmee beschwören, die ich jetzt gerade angefangen habe aufzubauen und abzugraden. Und die machen dann alles hier für mich. Sehr schön. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Los, meine Hundis. Esst sie auf. Also wer auch immer sich vorne im Chat gefreut hat, als es die Waffe gab, ich verstehe deine Freude. Es ist schon sehr lustig, denen zuzugucken. Ich brauche mehr Hundis. Ich höre nochmal welche. Genau, die Waffen, die können leveln. Ihr seht hier zum Beispiel auf den Todeshandschuh steht Stufe 3, Leiste halb voll. Und die können bis Stufe 5 leveln und sobald die eine Waffe auf Level 5 gelevelt ist, dann kriegt die nochmal eine zusätzliche Fähigkeit, die sie nochmal stärker macht. Das hier zum Beispiel erst nur einen Schuss geschossen, der schießt jetzt 3 Schüsse. Genau, so ein Schmarrn. So ein Zeug. So, gibt's hier noch Gegner oder habt ihr alle aufgegessen? Die leveln einfach mit Schaden, die Waffen machen. Gibt sogar noch Endgame, also 5 ist nicht max. Genau, sobald man einmal irgendwie durch ist durchs Spiel, kann man die, glaube ich, auf bis zu 10 hochleveln und dann kriegen die nochmal was. Wenn man dann so ein New Game Plus spielen will. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Was war das für ein... Hallo. Es gibt auch sehr coole Waffen, wie zum Beispiel den Verpixler. Und dann ist der Gegner so ein Pixelhaufen. Es gibt eine Waffe, mit der kann ich Gegner zu Gewächsen machen. Was haben wir noch? Laser. Das hier sind Ora-Hunde. Hier gräbt sich aber hin und bellt und explodiert. Das sind eine Art Raketenwerfer eigentlich. Ja, sehr viel cooles Zeug. Lange nicht gesehen. Hallo. Führe deinen Feind ein mit Miss Zurkons neuester Errungenschaft, der Kaltfront. Puh. Was kann der? Ist es kalt hier oder ist das etwa die Kaltfront? Schieß sie auf deine Gegner und gefriere sie zu soliden, unbeweglichen Eisblöcken. Was ist cool. Sieh zu, wie sie hilflos herumrutschen und umhergleiten. Und mehr Schaden nehmen. Das klingt doch gut. 20.000. Sollte ich haben. Oh, ganz genau. Ja, nehmen wir die Kaltfront mit. Hättest du genug für diese Schönheit. Ja, damit. Einfrieren klingt gut und mehr Damage klingt auch gut. Genau.
Da ist er. Können wir auch direkt upgraden. Warum nicht? Haben noch sehr viele Upgrade-Kristalle. Vom Eis umschlossene Gegner im Zusatzschaden. Wirkungsbereich vergrößern wird die Dauer des Einfrierens. Eingefrorene Gegner lassen mehr Bolz fallen. Oh, mehr Geld fallen ist auch cool. Warum bin ich gerade explodiert? Stets gern zu Diensten. Ach, ich glaube, meine Hunde explodieren. Oder meine kleinen Todesbots. Wie auch immer sie heißt. Ich nenne sie Hunde. Fertig. Komm mit Miss Zurkon ins Geschäft. Haben wir neue Rüstung? Oh, es ist Mitternacht. Meine Deluxe-Edition funktioniert. Guck mal, wir haben die ganzen Deluxe-Kleidungen. Das ist auch cool. Jawoll! Wie die... Ah, die hat, der Arm ist auch immer anders. Okay. Das sind cool, die Outfits. Ja, mein Avatar habe ich an die Mütze hier gegeben. Guck, die OG-Mütze. Falls ihr euch wundert. Und ich habe mich, glaube ich, auch an... Guck, diese... Das Ding um die Brust habe ich auch geschnallt. Diesen Gurt. Und orange Kleidung. So hart habe ich mich an dem inspiriert. Ja, das sah cool aus. Und jede Rüstung hat von Anfang an richtig viele Farben, die man freigeschaltet hat, die man aussuchen kann. Also kann ich mir auch so einen cool gelb-lila Anzug draus machen und sehe dann so aus. Das ist cool. Ja, die Farbe habe ich halt schon bei Rivet. Können wir mal gucken, ob das ganz cool aussieht. Und da waren wieder Helms. Das ist doch ganz cool. Jo. Zum Kaufen hier, hoffe ich. Sieht doch nice aus. Oh, das ist Blizzon. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das mit all diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah. Perfekt. Aber warte, ich wollte noch die Waffe wechseln. Deswegen war ich eigentlich im Menü. Ich wollte nämlich meine... Die Kaltfront... will ich statt dem Laser da oben hin tun. Genau. So. Genau, die kennen wir schon aus dem anderen Level mit Rivet. Wir sind einfach jetzt... in einer anderen Dimension. Die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Das ist der Wasserplanet, ein Eisplanet. Obwohl, ist das Wasser da unten noch flüssig? Ich glaube ja. Ah, hier ist ein bisschen rutschiger. Das ist ganz cool mit den Kristallen. Und hier funktioniert der Aufzug. Das ist doch schön. So, jetzt brauchen wir alles. Und alles mit. Können wir nur mal gucken. Nein, da wollen wir nicht lang hüpfen. Ah, die Munition hier nehmen wir mit. Auf geht's. Wenn's dir hilft, Ratchet, ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann's dir schlimmer nicht ergehen. Wollte Kit am Anfang nicht keinen Spitznamen haben? Aber ja. Selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kit. Das will ich nicht riskieren. Ja, sie wollte keinen Spitznamen, aber wir haben sie halt dann die ganze Zeit irgendwie KT7438 genannt. Das hat sie dann scheinbar selber genervt. Dann hat sie gesagt, okay, ich will Kid heißen. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Richtig cool mit der Taschenlampe hier unten. Mein Helm passt hier irgendwie gerade ganz gut. Weiß jemand, ob das Spiel ein Multiplayer hat? Das Spiel hat keinen Multiplayer, soweit ich weiß. Ist ja auch ein Singleplayer-Story-Spiel.
Aufgabe ist da lang, okay. Gucken wir erstmal alle anderen Ecken nochmal an. Ah, guck mal, da vorne haben wir noch ein bisschen von dem Erz, was man zum Aufwerten braucht. Ein paar Boxen. Okay. Guck mal, Raytracing, Leute, hier. Das Licht im Boden, was sich spiegelt. Kann ich mich auch drin spiegeln? Ja, spiegel mich auch so ein bisschen drin. Wo sind denn alle? Hat das Spiel Raytracing? Ja. Sieht man, glaube ich, hier in den Räumen auch ganz gut. Sorry. Ich muss, glaube ich, kurz mein Fenster zumachen. Eine Sekunde. Ich werde hier von fliegenden Insekten angegriffen. Da, ihr kriegt einen schlafenden Zombie kurz. Oh, da ist noch ein Gesicht, das muss weg. So. Hallo? Ich bin zurück. Habt ihr gesehen, wie cool der aufgewacht ist? Der normale Zombie. Aber jetzt ist wieder... Ist irgendwie Nacht Ach, da ist... Okay. Ich hab grad gefragt, mich gerade gefragt, wo das Licht hin ist. Ist das ein Amöboid? Ich hab da draußen Sachen gehört. Das wäre wie die Fische da aussehen. Okay. Oh, das ist ja mega cool. So ein bisschen so Horror. Aber nur ein bisschen. Sehen wir noch sehr farbenfroh. Es war ein Amöboid. Oh nein. Oh nein. Ah, Hilfe. Was soll ich nur tun? Außer... Oh, der ist eigentlich auch ganz lustig. Sie kommen aus... Meine Güte, sie sind überall. Lass sie mich... Okay, da sind echt viele. Da können wir meine Eiswaffe ein bisschen testen. Alle einfrieren. Hui. Oh, guck mal, die schieben sogar andere weg. Sonst sind wir erledigt. Okay, und dann machen wir eine Bombe rein. Oh, das ist schon satisfying. So, nochmal einmal Eis. Kann ich die auch einfach schieben? Nee, aber schon gegenhauen. Waren das alle? Ich würde sagen, vielleicht. Die Dinger wieder. Gab's wahrscheinlich auch schon früher. Aber Ratchet hat sich auch so verhalten, als würde er die kennen. Also wundert's mich ja irgendwo nicht. Weil diesmal sind sie aus einer anderen Dimension. Die Waffen zu leveln ist aber relativ schnell im Vergleich zu damals, oder?
Kann ich halt nicht sagen. Müssen andere Leute sagen, die mir schon ein bisschen zugucken. Kann ich da reinziehen? Hallo? Ah, ein goldener Bolzen. Hab dich! Wir haben ein sehr cooles Feature mit dem goldenen Bolzen gefunden. Schauen wir mal, was wir jetzt gefunden haben. Falscher Knopf, richtiger Knopf. So, was haben wir jetzt bekommen? Schlüsselwechselpaket. Tausche Ratchets Schlüssel gegen eine andere Waffe aus. Aha. Lol. Wollen wir einen Fisch haben? Schwertfisch? Guck mal, ich habe einen Schwertfisch in der Hand. Das ist aber nur rein kosmetisch natürlich. Aber hier, Kopfgröße haben wir. Yo, was geht? Das ist cool. Kann man mit so die Waffe auswechseln. Und wir haben noch winzig. Auch cool. Werde ich alle vernichten. Wie komme ich hier wieder raus? Mit den Bomben. Tatsache, ist kaputt gegangen. Nice. Okay, aber kurz machen wir den Kopf wieder normal. Sieht ein bisschen dämlich sonst aus. Ist das ein Schlüsselschwert? Halsabschneiderschwert? Nee. Schlüssel. Kingdom Hearts einfach. Let's go. Kingdom Hearts 4 kam doch schneller als erwartet. Der Kopfgröße ändern wir ist ja schon so in allen Videospielen eigentlich. Also in ganz allen so Nintendo 64 Zeiten mäßig. Da gab es so super viele großer Kopf-Cheats und sowas. So in den modernen Spielen ist es eigentlich echt selten. Aber schön, dass Ratchet und Clank das beibehalten hat. Sieht man halt echt selten mittlerweile in Spielen. Obwohl es eigentlich so simpel und lustig ist. Oh, guck mal, noch mehr von denen. Die wirken größer. Oder ich bin kleiner geworden. Okay. Ah, die platzen in kleine auf. Sie vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Okay. Ich kann ihre Mägen knurren hören. Das sind einfach meine Hundis und die machen das. Weißt du, die brauchen gar nicht Angst vor. Ich brauche gar nicht Angst vor denen haben, wenn meine Armee größer ist als ihre. Kannst du dir vorstellen, von diesen Gel-Lippen verschlungen zu werden? Die hätten dich ganz sicher nicht gefressen. Du hast leicht reden. Du bist nicht so ein Häppchen. Wozu ein Aquarium, wenn man aus dem Fenster sehen kann? Nichts hier unten ergibt Sinn. Traum eines Hundehalters einfach. So viele will ich auch mal. Die Tür ist zu. Gehen wir mal. Gut erkannt. Das Glasspiegel, cool. Okay. Nicht ablenken lassen. Safety! Ah! Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blison. Oho, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Reg, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Tschüss, Lexa. Viel Spaß beim Lurken. Wenn der Raum überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Hey, Reggio, hast du mich gefragt? Aber ich wär's ja. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Hallo. Hey, Kids. Also, wozu braucht ihr zwei das Blison? Wir, wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Oh, wir haben eine hier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Sehr schön. Das freut mich für dich, dass du Quadrate machen konntest. Geschafft, Red Attack. Wie die Flosse sich einklappen. Süß. Oh, Fischi. Ah, hallo. Mein Lieblingsarm. Hier lang. Oh. Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn man ihn haut. Also, was? Ich konnte mir irgendwo denken, was passiert. Kann ich den einfrieren? Ja, guck mal, jetzt kann ihn irgendwer essen noch. Jetzt wird er nicht schlecht.
Da oben ist noch Zeug. Und das Spiel denkt sich, ha, du hast das Wasser abgelassen, jetzt kommst du nicht ran, aber ich komme trotzdem ran. Weil ich mich doch nicht so langsam leicht aufhalten lasse. Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Wenn du mit Schlüssel meinst, leicht und sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Aber Blizzon, hoho, gleich da vorne ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt. Was ist das? Das ist Safti, mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will dich töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Säftchen nennen oder Saftini oder SAF. Oh, ein schöner Spitzname. Okay, Safti. Da bleibt Alex was Jeff und hier ist es einfach Safti. Der Typ erinnert mich so ein bisschen an die Portal-Cores. Da, der Aufzug. Bam. Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Nein, mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm, was für ein Unsinn ist. Oh, nein, der Strom ist aus. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Shortbot. Ich bleibe hier unten und sehe zu. Okay. Mach mir den Strom an. Können wir dem Schrottbot trauen? Er ist ein bisschen exzentrisch, aber ich glaube schon. Die Amyloiden haben uns gefunden und haben Hunger. Die haben meine Hunde gefunden, die haben auch Hunger. Und meine Paddelpilze und meine Kältron. Bitte nicht vermehren, bitte nicht vermehren. Nein. Oh Gott, da kommt noch mehr raus. Ich sehe gar nichts mehr. Aber wir haben gewonnen. Ich muss schon was sehen. Ich krieg mir ein bisschen Muni. Nope, nur Leben. Okay. Dann wird jetzt gegossen. Funktioniert auch gut. Bridget, der Große, der Große. Der Große? Oh, der ist ein mega großer. Okay. Ich glaube, der eine Granate überlebt hat. Oh, sind da viele. Einfach aus Prinzip einfrieren. Ja, so levelt man eine Waffe gut auf. Und jetzt Ziel und schön in die Mitte. Oh. Okay, sind irgendwie ein bisschen verzögert weggeflogen, aber nehme ich alles. Sehr nice. Hui. Nerven sie aber langsam. Ich hoffe, der Safti ist einfach nur ein Boss oder sowas. Richardy, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Jetzt vielleicht? Warum fragst du? Ja, hallo. Gut gemacht. Das war. Ich komme jetzt hier in die Scheibe, ja. Hey, Kumpel. Oh, so verspielt habe ich Safti noch nie erlebt. Das ist verspielt? Sonst schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding. Aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Da Danke. Ist es, mein Lieblings-Blizzon der ganzen Station. Es dunkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. Hat einer im Chat gut bemerkt. Er hat mich einfach jetzt jedes Mal anders genannt, wenn er mich angesprochen hat. Aber auch komplett anders gefühlt. Ich kann auch nicht weitergehen, ohne die Boxen kaputt zu machen. Ich brauche das Zeug. Hätte es auch später holen können, aber egal. Versuchen wir eine Abkürzung. Tada!
So einfach geht's. Ach, das ist so ein Zeitkristall. So, jetzt sind wir wieder in der anderen Dimension. Noch eine Dimension? Ja, sehr witzig. Sagt George Bot, er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Okay. Hier sieht doch schöner aus. Ah, und da vorne ist sogar Zeug. Nehmen wir noch mit. Ich wette auf einen Bosskampf. Ja, ich denke, gesagt, ein Bosskampf. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist. Und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Ob dem Imperator die Farben nicht gefallen? Er hat sie doch selbst ausgesucht. Okay. Wir haben nur die eine Aufgabe, aber wir gucken uns hier kurz den Raum an. Bisschen die Schrauben mitnehmen. Was wollen wir denn genau? Naja, dass er laufen kann. Klar, okay. Unglaublich mächtige Laser abfeuert. Knifflig, aber machbar, ja. Und über 100 Stockwerke groß ist. Sorry, mein Prozessor ist gerade krepiert. Okay. Es war unglaublich. Ist dein Prozessor auch kaputt? Rubion-Schmiede bei 80% Hitzekapazität. Scheinbar. Das ist wieder im Fahrstuhl. Aber wir müssen ja nochmal auf das Viech treffen. Also müssen wir ja wahrscheinlich auch nochmal in die andere Zeit zurück. Ja, dann schmieden wir einfach das Ding jetzt. Dann sehen wir ja, was abgeht. Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Ich habe die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben. Der Hauptstromschalter ist genau da. Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht völlig korrekt. Nichts wie weg hier bevor. Perfekt. Ergreift diese Scharlatane. Hallo, Eindringlinge. Wir eskortieren euch in den Biologie. Du wärst perfekt für unsere Okay. Ich glaube, wir brauchen doch die andere zweite Schmiede doch. Wieso ging die Schmiede nicht? Weil ich sie falsch bedient habe. Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem Dimensionator? Uns fällt schon was ein. Oh, Stufe 4 schon die Hunde. Oh, bald sind sie stark. Ein Level noch. Ja, die machen ja auch so viel Arbeit da vorne gerade. Ich liebe die einfach. Ja, noch mehr. Und es hört einfach nicht auf. Es kommen halt immer mehr. Ich muss dazu eigentlich noch das Einfrieren immer wieder. Wir machen die ja auch mehr Schaden. Dieser Lombax muss sofort gefunden werden.
Wenn ihr mir den Sieg noch weiter vermisst, schmeiße ich euch alle in die Schmiede und mache ein Die Rubionschmiede wurde zerstört, Sir. Was? Das war ein schön heller Schrei. Oh. Hallo. Oh, die Eindringlinge leben noch. So, deine Hundis. Wollte ich einfrieren, aber du warst aber schon tot. Das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blizzard nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wirkt gerade ziemlich verlockend. Okay, hier ist nichts mehr. Da vorne ist aber noch ein... Und Munition ist hier auch. So. Zählt das als Pause? Ich hab mir noch alle übrig. Haben wir meine Hunde auch ein Zeitlimit? Hey, hier gibt's aber noch ein paar Gegner, das ist gut. Das ist unser Ausweg. So, die haben wir. Die haben wir auch. Das ist eine schöne Kombo. Die gefällt mir sehr gut. Einfach alles einfrieren, was in der Luft ist. Außer man hat natürlich keine Luft. Oh Gottes Willen, da sind viele. Wir müssen ein paar mehr Hunde beschwören. So. Und ein paar Pilze, die können mich schießen gegen die in der Luft. Aua. Warum? Ja, hätte ich echt sehen müssen. Weiß nicht warum. Das ist Munition. Sehr schön. Aber wo ist Heilung? Als ob die eigentlich immer noch da sind. So, haben wir sie unten? Ja. Aha, da legen meine Hundis los. Alles klar. Okay. Leben wir ein bisschen knapp. Ich könnte mit den Boxen theoretisch da hochklettern. Ist hier oben auch irgendwas? Nein. Na dann. Da war irgendwie Energie. Und das hier können wir aktivieren, um es zu öffnen. Heilung wird überbewertet. Ich bin nicht so gerne One-Hit. Oh, ja. Das ist perfekt. Kommt durch das Portal durch. Aua. Natürlich lassen sie irgendwie den einen Gegner durch. Keine Muni mehr. Oh. Na dann. Halten aber auch mittlerweile was aus, diese Fuß. Das muss der letzte gewesen sein. Okay, da komme ich auch nicht mal rein. So, perfekt. Und tschüss. Was machen wir jetzt? Das war die einzige Rubionschmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Okay. Das ist doch voll cool. Das finde ich einfach mega. Habe ja schon öfter so Spiele gemacht, aber ich liebe dieses Hin- und Herwechseln von Gebieten so ganz schnell. Ah, und hier ist eine Dimension, da drin müsste ich eigentlich ein Rüstungsteil finden. Aus irgendeinem Grund geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Kann ich da eigentlich drauf landen? Oh, okay. Warum musste ich es probieren? Braucht ein Gegner in der Hecke nicht Heilung? Stimmt. Hallo? Meine Zieltaste will nicht. Oder doch, sie will, aber sie zoomt nicht ran. Deswegen ich sie eigentlich drücken wollte. Ach, einfach drüber. Komm. So. Muss reichen. Jawohl. So. Cool. Cool. Ein neues Rüstungsteil. Müssen wir mal gucken, was wir bekommen haben. Als wäre ich hier fertig, aber es war lustig. Captain so lustig Starship. Zerbrechende Dimensionen sein können. Das ist ja auch, das ist auch voll der coole Effekt.
Dass man so einfach so durchgehen kann. Dass er dann so wechselt. So, Rüstung. Was macht die? Jedes Rüstungsteil, was man findet, gibt einem Boni. Warum habe ich die komplette Carbonox-Rüstung? Ich habe die ganze Rüstung, aber ich habe noch nicht die Boni. Ach, habe ich scheinbar durch die Collectors habe ich das Set komplett bekommen, aber ich habe noch nicht die Boni davon. Aber sieht das so cool, das Set. Gefällt mir. Lass uns aber mal Basic. So, was macht die? Plus 5% mehr Erfahrung. Cool. Muss man nicht anlegen. Zählt passiv dann, sobald man es freigeschaltet hat. Schwarz-Grau ist bestimmt übel. Okay, wenn du sagst, es ist übel, dann gucke ich nochmal und mach Schwarz-Grau für dich jetzt. Rüstung. Hier. Schwarz-Grau. Ach, das vorletzte, welche meinst du? Ja, ist schon mal besser. Es ist halt schön dunkel, ne? Wer will denn helle Rüstung? Ja, sieht cool aus. Wir sehen halt recht wenig davon. Weil es hier gerade so schön dunkel ist, aber sieht nice aus. Kann sich sehen lassen. Will ich jetzt da lang? Ja, ich möchte da lang. Also gucken wir hier kurz mal hier in die Ecke und machen die Boxen kaputt. Sehr schön. Draußen ist ja wenigstens kein Monster. Oh, guck mal. Die sehen süß aus. Voll gechillt. Das ist die Schmiede. Ah, Kitzi? Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Tja, das ist das Energieproblem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Oh Gott. Du hast freie Hand. Nicht du schon wieder. Schauen wir mal, ob es schafft, wieder 7 Minuten am Stück zu reden. Spielzeit! Moment, in dieser Dimension sind auch Viren? Eine Nuklearimpulsaufrüstung! Okay, was ist ein Nuklearimpuls? Wir müssen auf jeden Fall sehr viel Zeug hier kaputt machen. Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht! Okay. Nein, ich möchte nicht in dein Schild laufen. Wo ist die Druckplatte? Ja. Wenn du einen Virus löschst, kannst du die gestohlene Energie absorbieren und für den Nuklearimpuls nutzen. Ich bin gestorben. Sofort. Cool. Ich wollte aber auch unbedingt auf diese Druckplatte. Ach, da stand gerade Feuer oben in der Ecke. Ich hab's gesehen. Muss ich mal gleich nochmal gucken, was dieses Upgrade ist. Und sie werden trotzdem genauso gelöscht. Impulsaufladung. Ah, okay. So sollte ich das auch clearen dann wahrscheinlich. Sollte es gar nicht normal machen. Ich muss aber ein bisschen Energie von denen sammeln, die lila Kugeln. Kann ich mit dem Impuls auf sein Schild wieder kaputt machen? Nö. Okay, was hat der Impuls mir jetzt gebracht? Muss ich wahrscheinlich auf dem Knopf machen, den Impuls? Hat immer noch ein Schild. Da oben ist was. Bin blind. Ja. Ach, dann sind einfach 2 Knöpfe, um den freizulegen. Okay. Da haben wir den. Sehr schön. 1 von 1000. Da ist auch nochmal Heilung. Das Lenken reagiert so übertrieben schnell. Hallo? Warum kommen denn jetzt von hinter mir welche? Jetzt mal alle. Ja. Hab ja noch 10 HP. Wird alles auf jeden Fall klappen. Okay, die haben wir. Da sind noch 2. Einmal ganz vorsichtig sein.
Da ist ein Laservisier. Oh Gott. Ganz vorsichtig sein, auf einmal alles um mich herum befüllt mit Gegnern. Ich glaube, das erste bleibt, oder? Ja, okay, es merkt sich, was abgeht. Okay, wir sind. Aber Turbo. Da oben ist der Knopf, den ich drücken will. So. Zack, da haben wir ein weiteres kaputt. Da mache ich meinen Impuls. Schön geklärt. Wir laufen schön gerade durch. Wie besiege ich das? Ach, oben an der Decke. So. Sind Schild auf jeden Fall weg. Mein Schild ist auch weg. Ja, der Computer kommt langsam wieder online. Was bedeutet das? Eins noch. Komplett frei sein sollte? Komplett ist es nicht. In die Richtung, hinter, okay. Die Wand ist offen jetzt. Ja, ich mach die Impulswaffe gleich. Jo, gute Nacht an alle, die müde sind. Sind ihr schon lange dabei? So. Und den auch noch weg. Easy. Peng. Warte, was? Oh! Hinterhalt! Wäre die Viren ab. Lol, ich habe extra meinen Impuls gerade verbraucht. Okay. Ich glaube, hier war gerade eins zum Abschießen. Und kaputt. Hinterhalt war ja auch fies. Habe ich schon wie ein Sieger gefühlt. Kann ich nicht mittig gehen? Nee, kann man nicht. Hä, was soll ich machen? Au. Von beiden Seiten kommen sie einfach an. Okay, dann bin ich einfach hier safe, nehme ich an. Stell mich einfach so mittig, wie es geht, hin und versuche links und rechts zu verteidigen. Ja, das funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Da links ist eins, was ich zerstören will. Okay, wir haben eins kaputt. Das heißt, wir haben Checkpoint. Das zweite war auch schon da. Okay. Nein, wir müssen beide kaputt machen. Okay. Aber wir haben die Heilung über der Tür noch. Jo, was kommt denn da alles bei der Tür raus? Ja, schießt du doch ab. Hallo? Wo sind meine Raketen? Nein, meine Raketen sind nicht da. Ja. Master-Virus. Ist das das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Wenn es nicht klappt, muss so ausverständlich die Schwierigkeit gerade runterstellen. Nee. Danke. Gemacht, Ratcho. Würde ich doch nie machen. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Ah, indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe runter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns ist es etwas gruselig da unten. Ja. Gruselig, schmuselig. Das Teil da kann ich nicht hauen. Das ist eine heftige Tür. Nice. Ah, man kann sich hier einsperren. Let's go. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzard. Okay. Interessante Pläne. Oh, guck mal, da vorne ist ein Schatten.
Wartet der oder auf uns? Ich habe eine Eisgun für Notfälle. Ja. Ist das? Ist cool mit dem Schatten. Ganz heimlich einfach ansneaken. Ja. Hallo. Ratchet, du machst ihn nur wütend. Ich werde nur gucken. Au, 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 okay, 15 Schaden ist viel. Ah. Zerstöre Gelee-Kanister, um Saft die abzulenken. Okay. Dann gucke ich diesen Glück, dann mache ich ihn. Ist der voller Slurpion-Gelee? Safti muss hungrig sein. Schnell, das ist unsere Chance zur Flucht. Guten Appetit, Safti. Weißt du, irgendwie wirkt die Dimension, in der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Und kein Safti. Was soll ich denn da? Lauf einfach weiter! Okay, hier haben wir haben ja hier Container, um Safti abzulenken. Safti ist ein sehr guter Name. Ratchet, ich kann nirgends Blison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Sperre 2 deaktivieren. Okay. Noch ist ja hier kein Monster. Hm, das Schloss wird per Boltkurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Er hat uns nicht bemerkt. Noch nicht. Einfach mal hier unten lang. Hallo, Safti. Merkst du es mich, wenn ich mich durch Raum und Zeit ziehe? Oh, ein bisschen unfähig dafür. Hey. Ich würde gerne irgendwas anbieten, aber hier ist, glaube ich, kein Essen. Guck mal, war normal her. Ja, fein. Ja, fein. Tschüss. So. Tschüss. Ich geh mal. Oh, die Basis hat Strom. Wenn das mir folgt, kann ich da ein bisschen sauber hinmachen. Dann folgen wir mal dem zweiten Kabel. Das war ein sehr spontaner Besuch. Hier sind überall Luftschächte. Hier ist Happy. Ja, genau. Lass dir schmecken. Okay. Hey. Tschüss. Aha. So ein Opfer. So. Bin ich auch nicht ein bisschen sicher. Philipp. Gefahr entdeckt. Hä? Amöboiden. Ah. Nicht. Schon wieder. Die friere ich einfach ein. Was ist mit dem Licht? Da ist er. Das hält mich nicht auf. Ach, da der Scheibe. Hallo. Beunruhigend. Dafür... ich werde in einer Sekunde gebissen. Puh. Aber weg mit euch. Keine Zeit jetzt Waffen zu leveln. Keine Munition, ihr geht alle auf die Senkel. Feuer einstellen und lauf! Oh, der Computer ist angegangen. Können wir uns das ansehen? Bin schon dran. Stationsprotokoll weiter ab. Kommt her! Kommt her! Okay, da hinten den Griff. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen und da, seht ihr ihn? Wie kann er so umherschwimmen? Oh, oh, ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh!
Ich dachte, er redet von Safti. Nichts hier. Hallo Safti. Ich kann gerne Platz tauschen. Danke fürs Öffnen der Tür. Oh, irgendwer hat die Kapsel nachgefüllt. Sehr nett. Fast geschafft. Ich nehme sehr gerne die Heilung. Okay. Wenn ich Bison wäre, wo wäre ich wohl? Wenn ich ein Bison wäre. Auf einer Weide. Was soll das denn da? Man kann schwimmen in dem Spiel? Okay? Ah, wir laufen am Boden. Ja. Okay. Zum Glück funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Hab ihn Jahre nicht gebraucht. Okay. Dann schwimmen wir aber ein bisschen draußen. Sehr cool. Aber spontaner Szenenwechsel hier. Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kit. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Also. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Hallo, Safti. Lustige Krabben Hilfe. Kommen auf uns zu. Krabben und Eis. Oh, das Einfrieren ist so gut. Da vorne, eine Luftschleuse. Das andere ist eigentlich auch gut. Das Einfrieren wirkt so permanenter. Dann haben wir den Sprenkler auch, der natürlich unter Wasser funktioniert. Also, das ist ja keine Frage. Der wird ja auch Schaden an den Gegner bekommen. Okay, hier können wir reingehen. Also, ich weiß schon mal, auf welchem Planeten es ätzend wird, alles zu sammeln. Wie viel gibt es denn eigentlich hier? 3 Schrauben und 1 Sicherheitsbot. Okay, 2 Schrauben also und ein Bot. Und jetzt kehre ich zurück in den Spaß. Okay. So. Komm schon. Willst du mit durchs Portal gucken? Die andere Station wird sich freuen. Ja, ein Shop. Der Roboter schiebt Panik. Tschüss. Braucht ihr 2 neue Ausrüstung? Gib Moni her. Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Faden. Was können die Hunde? Was machst du denn hier? Noch ein zusätzlicher Agent. Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können. Sehr schön. So, die Hunde sind weiter vorangetrieben. Rüste das Ding auf! So, Schadensmultiplikator einfrieren erhöhen. Mehr Munition. Und mehr Bonusgeld von eingefrorenen Gegnern. Genau, die beiden Waffen sind halt mega gut. Sorry, keine offenen Zellen. Querschläger muss ich auf jeden Fall halt noch fertig leveln. Sollte auch fast Level 5 sein. Empfiehl mich gern weiter. Mal gucken. Querschläger hat Hälfte, ja. Den Querschläger schleppe ich schon seit dem ersten Gebiet gefühlt mit. Und level den. Und diese Hunde habe ich einfach seit einer Minute. Ah gut, die Hunde machen halt so viel. Wie viel Spielzeit ich etwa schon habe? 6 Stunden plus 3,5 Stunden minus ein bisschen Gelaber und langsam sein. 9 Stunden ungefähr. Ein starkes Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Ich sehe nur Bots in meiner Nähe. Die Dekorateure sind zurück. Wie er rumgeschoben wird. Ich muss eigentlich versuchen, alle einzufrieren. Die Tauräder klemmen.
Ja. So, jetzt brauchen wir mehr Hunde. Toh, wie viele. Es ist so cool. Die rennen aber bis in den Spawn der Gegner rein und zerstören alle. Auf geht's! Zeigt euch, Roboter! Nur drei. Ja. Droppt auch noch Eismunition. Was passiert, wenn die in den Wasser fallen? Okay, ich sollte ihn einfach nochmal. Ja, hier, Querschläger. Ah, da kommt er aus dem Wasser wieder raus. Ich hoffe dafür, dass der Querschläger schon stark ist. Macht nämlich sehr viel Spaß, Ping-Pong zu spielen. Ist Safti? Wir sollten ihn befreien. Sieh doch, was sie ihm angetan haben. Das erklärt seine Wut. Ah. Wir kommen in Frieden, Großer. Tada. Klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Schnappt euch die Energiequelle! Hoffnung stand heute nicht auf dem Zeitplan! Los, Safti. Er hilft uns! Mann, da bin ich aber froh! Ja, irgendwie, wir sind ja auch nicht so unbedingt bei ihm in der Nähe. Will er nicht rein, oder? Oder? Wir bekommen Gesellschaft, Safti! Falls du mich überhaupt verstehst. Okay. So. Ein Pferd mehr Hunde. Levelt das alles. So ein gutes Team. Endlich die schweren Geschütze, was? Elite-Sicherheitskommando. Oh, die sind ja wirklich schwer. Oh, ah, da. Bis ich die gesehen habe, war ich schon einfach einmal abgeschossen. Sind scheinbar zwei Stück auf. Ah, die kann man nicht einfrieren. Aua. Die haben schon sehr viel Schaden bekommen. Ich bin trotzdem gestorben. Aua. Bisschen überfordernd. Ich muss ihn sogar nochmal befreien. Okay, okay. Alles nochmal. Der eine Skillbaum sieht aus wie ein Among Us Männchen. Kann man auf eBay bestimmt für 100.000 verkaufen. Das mit diesem Chicken Nugget. Was ist los mit den Menschen? Wer kauft ein Chicken Nugget für 100.000? Nur weil es aussieht wie ein Among Us Männchen. So. Er hilft uns. Mindestens drei Stück mal. Ja, Stufe 5. Jetzt brauche ich nochmal einen Shop. Eisbrecher. Ich greife 5 eingefrorenen Gegner im Nahkampf an. Haben wir geschafft. Oh, ich wollte die eigentlich aufheben. Was soll ich das da machen? Weil die einfach so ein bisschen rumdümmen. So, nachdem wir bekommen Gesellschaft, kam doch dann auch der Große gleich. Die schweren Geschütze, was? Oh. So. Die sind ja wirklich so. Partypilze. Mehr Hunde. So. Spiel wird gleich ab, wenn ich so weitermache, ganz ehrlich. Und Granaten. Mann. Hey, Safti, du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Will er, dass wir ihm folgen? Alle Teams eliminiert. Energiequelle in Gefahr. Folge Safti. Das Blison. Er will mit uns kommen. Überall ist es besser als hier. Vielleicht kann er uns ja doch bei der Schmiede helfen. Okay. Hallo, Safti. Bist du noch bei uns, Safti? Na los,
Die Rubian-Schmiede ist oben. Komm schon, Sir. Böse, Safti. Ich bin's nur, der gute alte Esmi. Safti-Duell. Machen Strom für uns. Energie ist wieder auf Maximalstufe. Baupläne hochgeladen. Hat's geklappt? Tada! Ja, wir haben's geschafft, Kid. Du bist ein guter Partner. Perfekt. Er ist auf freien Fuß. Befreie Safti. Eure Freunde sind großartig. Sieht aus, als müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff. Und Kittles. Danke, und alles klar, Schrotti? Tschüss, Schrotti. Schrotti Clank, ist ganz cool gewesen. Rivet, der Dimensionator ist fertig. Im Ernst? Halt, wir? Ich wusste, ihr schafft das. Wir haben auch das Phasenquarz bekommen. Ja, komm zu Zorki, dann bauen wir das Ding. Oh, wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Stimmt? Keine Ahnung. Sei einfach freundlich und offen. Und denk nicht so viel. Nicht so viel denken. Okay. Sehe schon gleich das Gehirn ganz aus. Gibt sich Safti jetzt eigentlich selbst? Ja, vielleicht ist es einfach nur dasselbe Wesen. Muss ja nicht exakt derselbe sein. Ist einfach nur die Safti-Spezies. Okay, dann gehen wir jetzt noch dort. Es wird Zeit, die Dimensionen zu reparieren. Warte, ich zähle mal kurz die Roboter. Einer, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Ich hoffe, bei Rivet ist alles in Ordnung. Hi, Ratchet. Ich bin Rivet. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da? Nichts. Ich denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Ja, ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Bolts. Ihr zwei und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein. Ach, ist schon vorbei. Aggressoren sind zum Kauf erhältlich. Oh, ich liebe Raketenwerfer. Ein richtiger Raketenwerfer jetzt, okay. Der Aggressor. Ich habe auf Vorschau gedrückt, aber es kommt nichts. Ich kann auch keine Taste mehr drücken. Hier. Soll ich einfach so tun? Also vielleicht, es kann entweder sein, dass ein unsichtbares Video spielt und ich muss nur warten, bis das unsichtbare Video vorbei ist. Oder ich muss das Spiel gleich einmal kurz neu starten. Akku ist nicht leer. Nee, es kam mir so ein Plop, als ich drauf gedrückt habe. Nicht mal Kreis geht? Nee. Gar keine Taste geht, nicht mal Pause geht. Aber das Alien geht durchs Bild. Mal spiel einfach mal auf. Obwohl, vielleicht können wir einfach sowas benutzen. Aktivität fortsetzen.
Na gut, war ein Versuch wert. Und jetzt hat's nicht gespeichert. Fragt mich nicht. Es stellt irgendwas um. Das Spiel. Ja, 1 Stunde 41 Spielzeit. Passt doch, oder? Hi, Ratchet. Ich bin Rivet. Nett, dich kennenzulernen. Es war übrigens 1.41 Uhr. Ist gerade so spät in der Nacht. Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Sorry, Moment. Sind zum Kauf erhältlich. So, einfach nicht angucken. Ich liebe Raketen. Und jetzt gucke ich es mir hier an. Als ob. Aber was passiert, wenn du ihn ein drittes Mal abfeuerst? Er feuert eine weitere Rakete! Kaboom! Okay. Er schießt Raketen und hat viel Damage. Ja. 30.000, ein bisschen teuer, dieses, aber wir können ja sparen. Dieses Goldstück bettelt um eine Aufrüstung. Was macht der eigentlich? Ich weiß nicht, was die 5. Stufe geändert hat, aber ich glaube, dass sie sich selber sprengen oder dass ich noch einen weiteren mehr bekomme. Warte, hier gibt's alle kaufen. Ein Handschuh kann nicht tödlich genug sein, wenn ich sagen darf. Todeshandschuh ist auch fertig. Hol dir die Aufrüstungen, wenn du das Baby hochgestuft hast. Ja, sehr schön. Was? Ja, ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Bolts. Ihr zwei und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein. Zuversichtlich, die aber sind. Warum ist hier so ein Mega-Schwingding? Ah, falsche Taste, richtige Taste. Oh, hi. Na? Okay. Der war schnell zu finden. Der Rieder war immer nice. Der Rieder, da muss man diese ganzen Roboter hier sammeln. Wo ich gerade einen aufgehoben habe. 10 Stück, dann darf man den Rieder kaufen. Hat mir der Chat schon erklärt. Da sind sie! Pock. Was? Hey. Hey. Ja, hi. Ich hab Clank. Oh, Kumpel. Mir geht's gut, Ratchet. Wirklich. So langsam gefällt mir mein neuer Look. Fürs Protokoll, ich hab ihn so gefunden. Ach komm, als würdest du Clank wehtun. Schließlich bist du irgendwie ich. Warte, genauso gut könntest du auch ich sein. Na, ich meine, im Ernst, ich... Du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts. Oh, sorry, Rivet, das ist... Kit, ich hab mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Nee. Dann beseitigen wir wohl mal dieses Chaos. Ha. Möchtest du, Passt doch viel besser auf ihre Rüstung. Oh! Hi. Dr. Nefarius, liebt mich diese Dimension oder was?
Meine Probleme kommen ganz von selbst zu mir. Wie oft hast du den besiegt? Nicht oft genug. Darf ich mal? Aber gern doch. Was soll denn da? Die Aufhören mit dieser gefährlichen Waffe so rumzuspringen? Au, 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 au. Junge, warum greift er denn direkt an? Hier, frier ein. Frier ein. Warum fällst du nicht runter? Egal, erstmal Hunde. Dann Pilze. So. Und jetzt kriegt... Aua. Gut, dass ich in dieser Dimension nicht verliere. Das werden wir ja sehen. Ihr haltet euch für Tag. Keine Ahnung, was der für Angriffe kann. Ich mach euch Feuer unter dem Hintern. Er hat ein Portal beschworen. Das ist ein Angriff. Wieso sind Lombaxe genauso angriffsfähig wie unausstehlich? Jetzt verliert endlich! Und lasst mich meine Herrschaft genießen. Das sieht nicht gut aus. Ich hab alles im Griff. Ist alles gut? Es ging ziemlich schnell alles ab gerade. Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den nie gesehen. Denn ich bin er. Erb, das kaufen wir dir ab. Aua. Der kriegt, der macht gut Aua. Aber eingefroren gefällt er mir ganz tatsächlich ganz gut. Und als Pflanze. Und mit Partypilzen in der Nähe. Und mit Granaten, die auf ihn geworfen werden. Noch Clank, noch wer immer das auf deinem Rücken ist, wird mir meinen neu gefundenen Ruhm wegnehmen. Aua. Dieser Nahkampfangriff. Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz heilen. So, okay. Jetzt können wir weiterspielen. Diese Eiswaffe ist ja mega cool einfach. Querschläger! Der macht Schaden! Schwieriges okay, Publikum. Ich habe. Wie wäre es mit einem. Wechsel! Tschüss. Zwei gegen einen ist unfair. Also kämpft der hier für mich. Bravo, Grundtor. Kannst du einfach spontan entscheiden, dass er für dich kämpft? Keine Ahnung. Ich habe Roboter. Die, warte. Du bist eingefroren? Ich habe Roboter. Lustige Geschichte. Moment, ich muss mich konzentrieren. Lautet. So. Nochmal Pflanzen gießen. Nochmal Pilze. Wir machen einfach alles, was ich habe. So, 4% noch, das kriegt ihr hin. Ich bin es, euer Imperator. Brillanter und mächtiger denn je. Okay. Er ist wieder aggro. So, einfach einfrieren erstmal. Und jetzt kriegt er aber wieder einen Querschläger ab. Wie schnell man dem Schaden machen kann, das ist richtig cool. Bin echt erstaunt, wie gut die Waffe ist. Auf einmal. Wahrscheinlich im Kombo mit dem Einfrieren und der Schaden. Gedasht. Nice. Der ist doch gut. Immer wieder auf dem Boden der Tatsache. Danke. So, eingefroren und Tennis. Pong, 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 pong. Fertig? Es reicht! Ich werde euch ins Herz einer Supernova schicken. Ja, versuch's nur. Was? Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielt er? Ich bin gerade auf dem höchsten. Aua. Knöpfe nicht beschriftet! Beantworte ich gerne, während er mich verprügelt. Ist eigentlich echt einfach, das Spiel. Selbst auf dem höchsten noch irgendwo. Außer, dass der Boss ganz gut Schaden macht und so, aber... Ansonsten geht alles ganz gut klar. Aua. Wo ist Heilung? Da hinten. Okay. Heilung ist geholt. Wo ist er? Ah. Okay, okay. Querschläger. Getroffen.
Schluss mit dieser Frechheit! Keine Muni mehr. Okay. Munition ist da drüben. Habe ich genau für die Waffe Muni bekommen, die ich wollte? Ja. Ja, perfekt. Perfekt. War das der Endboss? Habe ich irgendwie den Endboss schon getroffen? Wahrscheinlich. Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Da ist der echte. Für einen Kampf! Ist der Spaß schon vorbei? Kommt schon! Applaus für Rivet und ihren ersten Sieg! Ich kenne die Stimme irgendwoher. Ich wünschte, ich hätte früher hier sein können. Aber ich kann mit Freude verkünden, dass ich alle meine Gegner neutralisiert habe. Ausgenommen Captain Quantum und... egal. Als ich hörte, dass der Rebellen-Lombax gegen mich kämpft, da musste ich... Zusehen, wie jeder deine Niederlage feiert? Wer feiert denn hier? Meinst du die? Nein! Nein! Go! Warte! Ich bekämpfe Rebellen schon seit Jahren! Ich helfe dir, sie auszulöschen! Ah, mein... seltsamer Fan möchte mir helfen. Wie verlockend. Gestalten wir es interessanter. Ein Handspiel vielleicht? Er will nach Sargasso. Ich muss vor ihm da sein. Wir kommen mit dir. Ratchet, wir müssen Quantum finden. Er ist der letzte Rebell auf der Liste. Reist nach Adolis und sucht Pierre. Er bringt euch zu ihm. Moment. Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht. Vielleicht sollten wir vor dem Aufbrechen in die Arena. Natürlich soll ich in die Arena. In die will ich aber nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die ist nämlich schwer. 5 Wellen gegen Mängler. 4 Gegnerwellen mit dem Aggressor. Besiege 50 Schädlinge, bevor das Giftgas dich erledigt. Besiege 25 eingefrorene Amöboiden im Nahkampf. Was krieg ich dafür? Klein Zirkon liebt klassische Musik. Wusstet ihr das? Ich bin nie wieder eingeblendet. Hallo, Klein, da bin ich wieder. Klein Zirkons Lieblingsmusik sind gefunden. Voll lauter Aliens, die mit dem Hammer zermatscht werden. Also! Einfrieren! Und zuschlagen! Sind das schon die Kleinen? Ah, das sind schon die Kleinen, okay. Okay, wo ist dabei die Challenge? Die Eiswaffe ist doch voll gut. Ah ja, die wegen den größeren. Und dass die gerne mal in die Lava fliegen. Zack. Zack. Eine Muni? Ja. Moment, ja, aber wirklich? Wie viel Schaden hat er mir gerade gemacht? 20? Der Endboss hat mir. Also, was ist das Endboss? Der Boss hat mir gerade hier 8 Schaden pro Treffer gemacht. Lieblingsmusik sind gefrorene Glimmer-Aliens, die mit dem Hammer zermatscht werden. Also! Einfrieren! Und zuschlagen! Ziehe ich einfach erstmal alle zusammen. Wenn wir so munitionssparend wie möglich hier arbeiten, scheinbar. Perfekt. Stufenaufstieg. Hey, wir haben 10 mehr Leben. Auch gut. Das sind große. Okay. Einfrieren funktioniert sehr merkwürdig.
Ah, gut. Oh, cool. Ich level meine Eiskanone damit auf. Eine coole Challenge. Richtig gezählt. Es sind noch fünf. Geschafft. Okay, das war cool. Was kriegen die jetzt dafür? Du hast einen Kistenbrecher mit X und zerstörst du Kisten in einem größeren Reich. Oh, cool. Upgrade einfach. Ist ja nice. Das andere ist ja eine goldene Schraube. Und dann muss ich jetzt die anderen schaffen. Okay. Achso, ich habe hier keine Waffe hier drin, stimmt. Natürlich kommt der Imperator zurück, weil er in den Nachrichten war. Nicht, weil die Dimensionen zerbrechen. Ach so, damit. Oder der Imperator bedroht unser Universum schon immer. Wir müssen ihm den Dimensionator wegnehmen, bevor uns nichts mehr zum Retten übrig bleibt. Na ja, cool. Aber Leute, ich glaube... Vorhang auf für den Bombardierer! Wir garantieren eine wir schauen uns das noch an. Tolle Zeit! Was ist ein Bombardierer? All die anderen Namen auf der Abschussliste. Du bist nicht an ihrer Übernahme schuld. Eigentlich sollte die Waffe mir erklärt werden. Man wirft es? Ach, so eine kleine Kampfdrohne für die Luft. Noch ein Kompendium zum Beschwören. Meine Armee wächst. Okay, der ist cool. Aber ist auch noch ein bisschen teuer. Aber den könnten wir als nächstes holen. Sorry, keine offenen Zellen. Wie steht's mit der Eisfrierwaffe? Was haben wir hier unten jetzt Neues? Das Zerschmettern eines eingefrorenen Gegners schleudert Eissplitter in alle Richtungen. Mega-Explosion. Nette Mod, was? Sehr schön. Okay, haben wir die auch mehr ein bisschen weiter Power gelevelt. Ist immer eine gute Sache. Wie viel fehlt eigentlich noch beim Querschläger? Wir haben den Boss doch sogar richtig viel Schaden gemacht. Ah, fast fertig. Fehlt auch nicht mehr viel. Okay. Ja, aber Leute, ich würde sagen, wir hören für heute auf. Wir machen morgen weiter. Wahrscheinlich dann auch Finale und so. Haben wir jetzt unsere 10 Stunden oder so schon im Spiel. Sehr, sehr cool. Also extrem cool. Kann es nur empfehlen. Hat extrem viel Spaß gemacht, die ganzen Planeten zu erforschen und... Performance ist mega gut. Ein paar Bugs hatten wir. Aber nichts allzu Kritisches. Muss nicht nur einmal kurz das Spiel neu starten. Einmal. Ja. Und es ist super lustig, wie sehr man aus dem Spiel rausklettern und out of bounds gehen kann. Allein mit diesem Sprung, wie weit man kommt. Hier ist halt jetzt gerade nicht ein gutes Beispiel, weil hier nirgends Platz ist, aber theoretisch kann man halt gefühlt überall hinhüpfen damit. Wo man nicht hin soll. Und rumklettern. Das ist perfekt. Und dann noch mit dem Dash kann man sich auch wieder überall hinziehen. Okay, das hat nicht mal Kollision, das Zeug hier. Okay. So. Dann hören wir im Weltall auf. Vielen Dank fürs Zusehen. War sehr cool. Morgen kämpfen wir scheinbar gegen Imperator Nefarius. Nee, die Klempner-Cutscenes gucke ich nicht jetzt im Stream noch. Jetzt ist Ende hier. Vielleicht nach dem morgigen Stream mal gucken. Falls ich morgen Zeit finde, weiß ich nicht. Aber wir streamen irgendwann weiter auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. War alles sehr cool. Danke nochmal an Gronkh für den Host. Und danke nochmal an PlayStation für den Key, mit dem ich etwas früher spielen konnte. Sehr nice. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht euch allen. Tschüssi.